Und ihr seht, es ist alles sehr dschungelmäßig hier. Gibt es viele Dschungelpflanzen, Dschungelbäume und Sträucher und Blumen. Freunde, ich brauche Hilfe! Hilfe bei Kampf gegen Blüte, Was brauchst du? Was? Na, Konter. Was ist denn los, hm? Was ist denn los? Böse Blättermänner Freunde in Höhle gebracht haben, dort sie Käfige haben und alle ganz böse Dinge lassen fühlen. Bitte ihr sie befreien. Böse Blättermänner? Wartet, ihr meint den Albtraumhof. Ja, die Albträume kommen, machen Schmerz und Geschwätz in unseren Köpfen, so viel Schmerz. Ja, böse Blättermänner haben Freunde genommen. Schnappt sie euch, Beeilung geht jetzt, lauft. Hört sich nach schlechten Nachrichten an. Gehen wir mal mit. Ja, komm. Wo sind denn deine Freunde? Hm? Wo sind sie denn? Lasst uns einander prüfen. Wo sind denn deine Freunde? Ja, zeig mal deine Freunde. Ja, komm, zeig mal deine Freunde. Ja, komm. Irgendwie? Weiß nicht. Vielleicht hat er auch Alzheimer und hat er schon vergessen, dass er mich um Hilfe gebeten hat. Na gut. Gehen wir einfach mal weiter. Ist hier auch keine Höhle oder sowas? Doch, da ist eine. Tötet Kavernenkrabbler, um Energie für Spark zu sammeln. Ja, da kann ich mich dran erinnern. Die sind Stufe 16. Hm. Wenn wir hier ganz leise sind. Neue Länder, neue Möglichkeiten. Vielleicht können wir einfach hier durchgehen. Das nehme ich noch mit. Vielleicht sehe ich nämlich nicht. Oh. Doch. Wir haben ja schon unsere Erfahrungen mit hochstufigen Gegnern gemacht. Die waren nicht so prickelnd. Ja. Beschieß mich. Aber das lässt mir jetzt keine Ruhe, dass die Skripta mich um Hilfe gebeten hat. Und ich nicht weiß, wohin. Gehen wir nochmal zurück. Vielleicht habe ich da doch eine Höhle übersehen. Ihr seht, hier gibt es eine ganze Reihe Events auf der rechten Seite, die dann auch gleich aktiv sind. In dem Gebiet hier. Da oben, das sieht noch nach irgendwas Höhligem aus. Gucken wir mal, vielleicht ist es dort. Da ist doch ein Skritt. Böse Blattmenschen haben meine Freunde. Bin allein. Hilfe! Freunde befreien! Ja! Geht! Jetzt! Du bist aber auch Freund von kurzen Sätzen, ne? Och, Level 18. Muss das sein? Ich weiß nicht, ob wir hier so viel erreichen können mit Level 12. Ich glaube, da kriegen wir richtig aufs Maul. Gefahr! Mein Tor! Brauche schnell Hilfe! Ja, wo? Ruft immer um Hilfe? Die Pflanzenmänner des Albtraumhofs bereiten Ärger, großen Ärger, nahe dem Tor, bereiten den Skritt dort Ärger, die Bereiche nahe dem Zentrum müssen am stärksten geschützt werden. Ihr könnt helfen. Ja? Nee, kann ich nicht. Bin viel zu niedrig. Vom Level her natürlich. Wo soll ich hin? Im Norden, wo die Raupen gefüttert werden. Geht dorthin. Dort durch und noch weiter nach Norden. Zum Hügelstadt-Knotenpunkt. Der Halbtraumhof macht dort Schwierigkeiten. Hm. Ja, du bist Level 20. Bist jetzt Hilfe von mir. Ich halte das für keine gute Idee. Da, den Höhlenfledermaus können wir mal mit angreifen. Es bringt eben jetzt nicht so viel in dem Spiel, einfache Gegner zu töten, um im Level zu steigen, sondern den größten Erfolg hat man, wenn man Events löst. Und Herzen macht. Ja, ich weiß, die bösen Blattmenschen. Ja, Freunde befreien. Ich komme dann wieder, wenn ich 5 Level höher bin.
Bis dahin musst du so ein bisschen aushalten. So. Na, also soweit ich mich erinnere, ist das so in der Brisbane-Wildnis, dass es hier so in dem Bereich halt mit 15 und 16 losgeht und dann sich steigert bis 25. Und jetzt suchen wir uns hier einfach mal einen Bereich. Mein Wort ist meine Ehre. Ja. Verkaufen ist eine gute Idee. Rüstung beschädigt? Nein, weil ich bin offensichtlich nicht gestorben und dadurch ist meine Rüstung auch nicht beschädigt. Das ist gut. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Hallo Moa. Hallo Hirschkuh. Mein Schicksal ist es, mich zu verwurzeln. Vielleicht können wir auch so viele einzelne Gebiete entdecken, dass wir dann eh irgendwann aufsteigen. Da oben ist auch noch ein Vista. Ich glaube, dass das gar nicht so schwer ist. Da gehen wir dann gerade mal hin. Na? Glück gehabt. Müssen wir aber noch eine Menge Gebiet entdecken. Was fehlt uns denn aktuell noch? Rund 1000 Erfahrungspunkte. Hallo Dino. Oh, die sind auch schon Level 17 hier. Können wir einmal drauf ankommen lassen. Ja, sterben kann ich ja nicht. Aber zwei, das ist dann doch ein bisschen hart. Ein kleiner Trick, wenn man am Kämpfen ist und nicht weiß, ob man es überlebt, kann man sich einen so ein bisschen anhitten. So bis 5%. Weil sollte man denn dann sterben, kann man sich mit dem niedrigen oder heruntergeschlagenen Gegner... das war jetzt sehr schlau. Kann man sich mit dem heruntergeschlagenen Gegner nämlich einfach, indem man ihn tötet, nochmal aufrappeln, wie ihr das jetzt gerade gesehen habt. Und zurück ins Leben kommen und den anderen dann eben auch töten. Nur so als kleiner Tipp, falls ihr mal in einem Gebiet seid, wo es ein bisschen schwieriger ist. Da oben ist eine unentdeckte Sehenswürdigkeit. Im Gesamtüberblick befinden wir uns jetzt im südwestlichen Bereich. Ja, genau. Südwestlichen Bereich. Hier kann man was wiederbeleben. Das kann ich auch. Wenn ich niedrigstufig bin. So, und da ist ein Albtraum. Und die sind hier alle ungefähr im gleichen Level. Das heißt, wenn ich hier das Herz fertig kriege, dann sollte das eigentlich ausreichen, um aufzusteigen. Wobei der Weg bis dahin natürlich steinig. Es sei denn, dieser NPC hilft mir hier dauerhaft. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Da hinten ist auch noch ein anderer Spieler. Können wir uns vielleicht mal dranhängen. Der ist auch runtergestuft, wie man hier sieht, an dem der Schaden drauf machen auf die Spinne. Das hat nicht so viel gebracht. Aber man sieht das an einem kleinen Pfeil neben der Levelzahl, dass der heruntergestuft ist.
Solange der uns beim Gegner umhauen hilft. Na, wo ist er hin? Nehmen wir die Bürgerblüte hier noch mit. Oh. Das konnte ich nicht ahnen. Vor allem nicht, dass es so viele sind. Brennen ist funktional und in dem Fall hier sehr effektiv. Und wups, lebe ich wieder und kann mich um die zweite Larve kümmern. Wenn ich dann in den richtigen Momenten ausweiche. Jetzt im Moment kann ich nicht mehr ausweichen, aber ich kann ihn noch brennen verpassen. Wenn ich Glück habe, reicht das. Wird eng. Ich habe auch im Downstate nur einen Skill, was nicht so viel ist. Das reicht nicht. Nee. Sehr knapp, aber reicht nicht. Vielleicht haben wir Glück und es ist ein Spieler in der Nähe, der mich aufheben kann. Sieht nicht so aus. Da hinten liegt auch noch... Okay, das ist ein NPC. Blöd. Okay, dann werden wir laufen. Und zwar von... hier. Ah, lernen durch Schmerzen. Ich bin weder so groß wie ein Norm, noch so stark wie ein Char. Gucken wir eben auf die Karte, inwieweit wir uns hier nach rechts bewegen können. Also da war der Eingang. Und soweit ich mich erinnere, gibt es auch einen weiteren Eingang noch. Aber ich denke, wir werden uns hier um den Berg herum bewegen. Um dann letzten Endes in einen Bereich zu kommen, wo es nicht so schwer ist. Bin gerade ein bisschen überrascht, dass es hier nicht auch Gegner gibt, die so um Level 15, 16 rum sind. Da vorne liegt was Totes. Da. Sieht man das? Und zwar ist das ein befreundeter Spieler, nicht zu fassen, der... ist doch eben wie ein Rasenmäher durch die Gegner gelaufen. Okay, jetzt weiß ich auch, warum er gestorben ist. Ja, das waren die beiden Dinosaurier, die ich eben alleine getötet habe. Der ist hochgestuft. Vielleicht hat er Telefon. Ich kann aktuell nicht mehr ausweichen. Muss also gucken, dass ich in Bewegung bleibe. Jetzt noch einmal und dann sehr elegant hier den Hügel heruntergesprungen. Was mir letzten Endes nicht hilft, weil ich den Gegner trotzdem nicht getötet habe. Aber ich habe wenigstens meine Ruhe, den Spieler wiederzubeleben. Der bestimmt kurz AFK ist oder Telefon hat. Weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass der hier in der Pampa stehen bleibt und umgehauen wird. Gucken, ob er sich bewegt. Nein. Dann wird er demnächst wieder sterben. Weil hier gibt es ja auch Raptoren, die hin und her laufen. Bewaffnet und bereit. Und trotzdem ist es eindrucksvoll zu sehen, wie man hier als Level 12 Charakter Level 17 Spinnen ohne Probleme kalt macht, weil Brennen so effektiv ist. Und im richtigen Moment ausweicht. Ja, und ist doch gut fürs Herz. Also für unser Herz hier oben, ne? Wir sind ja schon halb durch damit. Jetzt greift er an, jetzt weiche ich aus. Werde ich ihn hier festmachen, nämlich in der Mitte von meinem peinigen Skill.
damit er auch schön trifft. Kriegt er nochmal. Mal ausweichen. Und das war's. Also einer ist hier überhaupt kein Problem. Bei zweien sieht die Sache schon anders aus. Geschweige denn drei. Ich nehme jetzt mal drei. Weil hier ist ja jemand, der hilft. Das ist ein Mesmer. Mit Mesmer zaubern. Das ist eine tolle Sache. Hallo? Linnell. Willkommen in meinem Let's Play. So, was machen wir zwei denn jetzt? Schönes, hm? Hast du hier mal einen Leuchtzepter gesehen? Der macht ganz tolle Effekte. Hm, was kannst du so? Hm. Kannst mich angucken. Guckst du denn hin? Ja, ich bin ein Baum, na und? Bist du auch ein Baum? Hm. Sehr gesprächig bist du aber nicht. Ich geh mal weiter. Ich hatte den Wink mit dem Zaunpfeil ja verstanden. Nee. Die ist gerade vom Stuhl gefallen. Steht auch nur AFK da unten rum. Okay, das sind jetzt ein paar mehr. Ich mach Brennen an. Laufe kurz hier durch. Noch mal Brennen. Dass ich nicht überlebe. Einen haben wir schon down. Der zweite ist schon angeschlagen. Ich kann nicht mehr wechseln. Dann hoffe ich, dass es reicht, um den Albtraumhöflin hier zu erschlagen. Ansonsten müssen wir wieder laufen. Oh ja. Ich muss eben mal kurz weg, mich heilen. Hoffe, dass es reicht. Knappe Angelegenheit. Wow. Ja, todesmutig stürzen wir uns direkt auf den nächsten. So als lebende Fackel. Wobei die hier im Nahkampf ganz schön zuschlagen, muss ich sagen. Das ist eine Kräutersprosse. Was kriegen wir denn da raus? Hm, nix, weil ich das falsche Werkzeug dabei habe. Blöd. Na gut. Na, muss ich mir mal anderes Werkzeug besorgen. Also Werkzeug hat auch eine gewisse Stufe. Und wenn man die Stufe nicht dabei hat, dann bekommt man eben nur eine ruinierte Pflanzenfaser oder ruiniertes Holz oder ruiniertes Erz, mit dem man nichts anfangen kann. Das kann man dann verkaufen. Für die Berufe bringt einem das aber nichts. So, Albtraumhöfling. Mach ich nochmal ein bisschen fest. Zack. So, ein bisschen brennen. Wie gesagt, also wenn die einzeln kommen, ist es kein Thema. Zwei geht auch noch, wenn es die richtigen sind. Drei war dann eben schon ein bisschen... Ihr seid ein verängstigtes Kind. Anspruchsvoll. Hallo? Guck mal hier, die Wespe greift mich an. Ich habe dir gar nichts getan. Kannst du mal bitte helfen? Hallo? Nein? Hallo, ich werde hier vermöbelt. Uhu. Nein. Bin ich. Bin ich alleine durch. Reicht noch nicht. Beziehungsweise kann auch sein, dass es der falsche Gegner war. Weil nicht alle Gegner bringen einem hier was. Komm, brennen, brennen, brennen. Brennen, 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 brennen.
Quest gemacht. Kann noch nicht ausweichen, das ist schlecht. Jetzt aber. Und fertig. Perfekt. Und Level up und alles wieder auf einen Schlag. Sehr gut. Bist du jetzt noch? Festgemacht. Ja, ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn hier mit einem Großschwert durchgehagelt werden. Das will ich auch mal gerade noch ausprobieren, wie das ist. Oder mit dem Schwert. Ja, jetzt probieren wir erstmal das Großschwert. Was ist denn das Beste hier? Das. Guck mal her. Och, nicht zwei. Zwei sind doof. Gut, man muss bedenken, ich bin jetzt auch schon Level höher als eben. Das macht sich auch bemerkbar. Und ich habe die zweite... Na, die zweite Tugend bekommen. Stell mich jetzt aber hier ganz schön blöd an. Muss ich sagen. Kommt ein Spieler und rettet mich. Zack. Hervorragend. So, jetzt stellen wir uns mal irgendwo hin, wo wir sicher stehen. Da ist noch ein Herzen-NPC, mit dem wir gerade mal kurz reden. Eure Gegenwart ist mir wie eine warme Sommerbrise auf meiner Haut. Da hat mir jemand geschrieben. This place is too dangerous for you. Go to the other area. Ihr seid stets willkommen. I am still alive. Don't know what you mean. This is my character. I know what to do. Das findet er bestimmt ganz witzig. So, in der Zeit gucken wir uns mal an, was die Händlerin hier hat. 17, Level 17. Fing ich gar nichts mit an. I saved your ass, kid. Now you may take my advice. I don't think so. Enemy has at least 5% left. Kriegt dann noch ein Herz, welches ich total gern habe, und alles ist gut. Those faggots ain't playing, man. Ich glaube, ich muss das mal übersetzen. Oh, get fucked by a spider. Böse Worte. Hier komme ich später nochmal vorbei. Was bist du denn für einer? Mensch. Because I nuked the fuck out of him, sentiger Butt-Eyes. If you think you can survive here, go ahead. Ja, mach ich auch. Danke für den Rat. Mensch, macht dir doch nix. Bist du denn so böse? Danke, dass du mir geholfen hast, aber brauchst du nicht. Guck mal, ich bin ganz gut klar. Stirb. Zack. Und... Mir geht's gut. Am Leben. So, was will der denn? Ist alles gut? Er hat natürlich recht. Ich bin total unterlevelt hier. Nur... was soll ich sagen? Seid bereit. Gibt natürlich Menschen oder Spieler hier, die... Die üben ihren Charakter noch. Ja, das ist ein Startgebiet und der hat natürlich recht an der Stelle, mich zu warnen. Das Gebiet ist zu hoch für mich. Stimmt. Aber ich sehe da jetzt keine Probleme in dem Sinne. So, jetzt bringen wir uns hier mal in Sicherheit. Stellen uns da oben mal an den... an die Blume. Und dann plane ich mal unseren weiteren Weg bis Level 14, 15 und 16. Bis dann.